Servus Leute und willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, hier blinkt mal wieder alles, weil das Spiel noch nicht richtig geladen hat und mein Timer möchte gerade auch nicht laden. So, schauen wir mal, bis das wieder alles entblinkt hier. Muss ja auch nicht sein, dass das alles rumfuchtelt. Dann folgendes Kommentar. Es gibt eins von The Days 1991. So war es ein ziemlich komischer Satz irgendwie. Einmal, also sind ein paar Punkte, die ich jetzt abarbeiten werde. Und gleich mal wieder husten muss, Entschuldigung. Mein Gott, ey. Und zwar, die Hundepatrouille im öffentlichen Bereich ist relativ sinnlos. Das stimmt, weil in großen Teilen davon so oder so keine Gefangenen hinkommen. Das heißt, wir werden die jetzt vielleicht mal ein bisschen geplanter neu machen. Wenn es nicht immer so ewig dauern würde, die zu löschen und so einen nervigen Ton von sich geben würde, das ist echt schlimm. Aber gut. Warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht ganz. Jetzt frage ich mich gerade, die Hundepatrouillen sind ja auch zuweisungsabhängig, ne? Also zeitabhängig. Die sind hier ja dauerhaft. Das heißt, hier brauchen wir sie eigentlich nur während der Arbeitszeit. Oh Gott, ist das hier Sound wieder verbuggt? Während der Arbeitszeit. Nee. Eigentlich nicht. Ja doch, während der Arbeitszeit, weil die Gefangenen in dieser Zeit hier rüber dürfen. Die dürfen ja sonst hier nicht rüber, oder? Eigentlich nicht, ne? Doch, während der Freizeit, wegen den Besucherzellen. Da machen wir es einfach dauerhaft. Und zwar soll die eigentlich nur... Moment, wo soll die hin? Wo kommen die Gefangenen hin? Hier drüben kommen sie rauf, wegen der Krankenstation. Hier hinten kommen sie eigentlich nicht lang. Hier hinten sollte man noch eine Patrouille langführen, einfach wegen der Küche. Damit das abgeschlossen ist, damit das auch überwacht wird hier hinten. Sonst ist aber eigentlich alles einwandfrei in Ordnung. Die können ja hier mal raus noch laufen. Es wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, hier mal ein bisschen Patrouille zu gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt Sinn macht, aber man kann aber rausschauen. Hier drüben dürfen sie aber auch lang, ne? Ich meine, das ist jetzt eine sehr lange. Ich mache das mal lieber mit einem Feld, weil ich nicht weiß, wie die mit zwei Feldern hier umgehen. Die Leute. Dann wird es zwar unsymmetrisch, aber das geht hier nicht anders gerade. Ich weiß nicht, wie die Hunde dann mit zwei Feldern Patrouille umgehen. Ob die dann nicht ewig ineffizient hier rumlaufen, das kann auch sein. Hier hinten können sie ja nicht lang, genau. So, du bist hier. Das ist echt blöd gemacht hier eigentlich, ne? Muss ich zugeben. Mit dem Patrouillieren, dass man die irgendwie so komisch jetzt setzen muss. Oh, jetzt haben wir hier zwei. Das wollte ich nicht. Moment. Genau, fünf noch. Und dann haben wir es eigentlich. Genau. So, das war die Patrouille. Genau. Das hattest du auch geschrieben, am besten nur zwischen der Schleuse und den Arbeitsstellen. Habe ich so ein bisschen jetzt umgesetzt. Ich habe noch die Krankenstation hier hinzugefügt und so. Das sollte also einigermaßen passen, denke ich mal. Auf der Schmuggelseite kann man nachsehen, wo Sachen herkommen. Und dann kann man die... kann man das irgendwie trockenlegen mit weiteren Schleusen oder so. Das Problem ist... Ich habe hier keine Schleusen mehr, es sind hier keine Schleusen mehr einbaubar im Endeffekt. Was war das jetzt für ein komischer Sprachfehler? Tut mir leid. Ich weiß ja, wo die Sachen herkommen. Die kommen ja hier überall her. Das Problem ist, das hilft mir im Endeffekt nicht wirklich weiter. Weil ich... Eigentlich müssten die ja durch diese Schleusen hier vollständig rausgefiltert werden. Oder zumindest zu einem großen Teil. Irgendwie ist das aber nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die beseitigen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Man könnte mehr Schleusen einbauen, ja. Aber wie gesagt, es ist halt nur begrenzt Platz da. Und ich habe ja eigentlich eine Schleuse, die zentral das alles erledigen sollte. Irgendwie tut es die nur nicht hundertprozentig. Was ein bisschen nervig ist. Aber da müssen wir damit wohl leben, dass hier Schmuggelgut existiert. Tut mir leid, kann man nicht ändern. Also könnte man schon, aber nur mit haufenweise Aufwand. Ich könnte natürlich... Also ich könnte wieder alles umbauen hier, aber das will ich eigentlich im Endeffekt nicht.
Schauen wir mal, vielleicht machen wir da ja noch irgendwas. Vielleicht kann ich mich da auch irgendwo mal einlesen. Ich muss mal schauen, ob es da irgendwo Artikel drüber gibt, wie man Schmuggelgut am besten beseitigt. Das kann man mal machen. Dann sagt der Days weiterhin die Stationierungen. Moment. Stationierungen ändern. Während Schlafenszeit wachen im Zellenblock während. Ich habe mir das ein bisschen zusammengefasst, einfach. Das mache ich ja immer so ein bisschen, damit ich selber auch während dem Vorlesen weiß, was ich überhaupt hier behandeln will. Also während der Schlafenszeit wachen im Zellenblock. Nicht in der Schleuse, sondern im Zellenblock. Das ist natürlich eine gute Idee, weil während der Schlafenszeit muss ja eh niemand raus. Machen wir das so. Und während den anderen Zeiten muss jemand in der Schleuse auf jeden Fall sein, weil da können die Gefangenen ja raus. Die Frage ist jetzt, was passiert hier hinten? In dieser Zeit, um 11 Uhr zum Beispiel, ist ja quasi Schlafenszeit. Da gehen die ja von ihrer, wo sie halt gerade sind, von ihren Aktivitäten in Richtung Zellenblock. Das machen sie um Punkt 11. Heißt, in dieser Zeit ist niemand in der Schleuse. Es ist relativ ungünstig. Das heißt, wir machen das trotzdem so. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen Wachenverschwendung, aber ich muss da jemanden drin haben. Ich meine, die können auch die Schleuse aufmachen, das ist schon klar, aber nicht die äußeren Türen. Und das ist wieder ein Haufen Aufwand. Meiner Meinung nach zumindest. Schauen wir mal. Eigentlich brauchen wir da auch keine zwei stationierten Wachen. Ich kann da ja einfach zwei Patrouillen durchführen, die da einfach durchlatschen. Das, glaube ich, wäre ein bisschen sinnvoller, ne? Dass da einfach eine Patrouille durchführt. Um die Zeit, in der Nacht jeweils. Sonst macht das echt keinen Sinn hier, oder? Die soll einfach alle Zellenblöcke ablaufen und dann passt das schon. Da haben wir eine Wache für die beiden Zellenblöcke. Also für die Zellenblöcke. Hier unten fehlt ja auch noch einer, habe ich ganz vergessen. Mein Gott, ich vergesse irgendwie. Ich stelle nicht den Zellenblock hier unten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil wir ihn als letztes gebaut haben. Das kann natürlich sein. So. Haben wir das? Während der Frei- und Arbeitszeit soll jemand in der Schleuse sein. Das haben wir ja gerade geklärt, dass die da eben reinkommen können. Ich würde aber sagen, dass da einfach dauerhaft jemand in der Schleuse ist, weil die ja teilweise in anderen Zeiten auch. Also es gibt ja nicht mehr viele andere Zeiten, sagen wir mal so. Es gibt ja nur noch Essen. Essen, Arbeit, Freizeit, das war es ja eigentlich. Und in den Essenszeiten sollten sie, denke ich, auch in den Schleusen sein. Einfach falls jemand also falls jemand hier zum Beispiel in der Duschenszeit, was ja ziemlich wahrscheinlich ist, im Duschraum ist, springt es auf Essen um, dann verlässt die Wache hier ihren Posten und dann kommen die nicht mehr aus der Zelle raus. Ich meine, also zumindest nicht ungeprüft. Deswegen lasse ich die lieber dauerhaft da drin. Und während der Arbeitszeit in der Küche, Werkstatt und Bücherei, ja, da muss ich nochmal überarbeiten, weil ich das noch nicht so ganz gemacht habe, dass ich während der Arbeitszeit die ganzen Arbeitsstellen auch kontrollieren lasse. Also gut, die Kapelle ist jetzt irgendwie sinnfrei. Das kann während der Arbeitszeit, muss da eigentlich, doch, da muss jemand drin sein, weil es ja da den Kurs gibt. Und während der Freizeit ebenso. Auch in der Bücherei, weil das ist ja auch ein Freizeitraum. Hier drüben muss keiner sein während der Freizeit eigentlich. So passt das soweit, glaube ich. Und dann sagte der ist zuletzt noch, es sind keine 15 Arbeiter nötig, wenn man gerade eh nichts baut. Stimmt, hast du recht. Die Zwickmühle dabei ist, wenn ich die jetzt entlasse, muss ich wieder für jeden 500 € zahlen, um den neu einzustellen. Ist natürlich jetzt fraglich, was sich mehr rechnet, ob ich die einfach behalte und dann halt 100 € am Tag mehr zahle pro Arbeiter, also quasi 500 € am Tag mehr. Oder ob ich die jetzt entlasse und dann später einmalig wieder 2500 zahle, um 5 neue Arbeiter einzustellen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Im Endeffekt werden wir sie momentan nicht brauchen, weil wir nicht allzu viel bauen. Deswegen werde ich sie jetzt mal entlassen. Wenn wir aber allerdings wieder mehr Geld haben, dann wird das wieder geändert. Na. So. Warum haben wir 28 Wachen? Das ist ungerade, es geht so nicht. Oh, wir haben 25, der Rest ist Hundeführer, genau. Dann stimmt's wieder. Gut. Läuft doch einigermaßen, oder? Jetzt haben wir auch wieder Geld. Es ist ja schon mal nett. Dann verdienen wir zumindest was. Ich beschleunige mal ein bisschen. Ich weiß halt gerade nicht direkt, was wir machen könnten.
Irgendwie ist das Kamerading hier nicht besetzt. Das ist nicht so gut. Leute, das finde ich nicht so geil. Wenn die Kamerastation nicht besetzt ist. Ja gut, soweit können wir dann eigentlich nur warten, bis wir wieder Geld kriegen, ne? Ich meine, Subventionen sind gerade ja eher nicht so wahrscheinlich. Ich kann ja mal wieder aufnehmen, oder? Yep, ich kann wieder aufnehmen. Die Frage ist, wie viele kommen? 11. Das passt perfekt, dann sind wir bei 82. Zur Not haben wir die Übergangszelle ja auch noch. Dann können wir wieder Gefangene aufnehmen, dann kriegen wir wieder Geld. Noch mehr Geld. Die Bilanz ist, wie gesagt, relativ nichtssagend, weil es ewig dauert, bis man da mal Geld bekommt dafür. Ich könnte wieder einen Kredit aufnehmen, das macht aber irgendwie keinen Sinn, wenn ich ihn gerade abbezahlt habe. Aber da könnte ich zumindest wieder was bauen. Alter, sind die teuer geworden inzwischen. Ich hätte die nicht verkaufen sollen. Jetzt kann ich sie nämlich nicht mehr zurückkaufen, ohne Riesenverluste zu machen. Ach, guck mal, 3000 Belohnung. Wunderbar. Funktioniert ja noch mit unseren Belohnungen. Die sind bisher nicht rückfällig geworden. Das ist gut. Dann kriegen wir nämlich keine Strafen. Ich müsste halt jetzt echt mal diesen letzten Zellenblock noch bauen. Das Problem ist, ich habe absolut kein Geld dafür. Einen Kredit will ich eigentlich nicht schon wieder aufnehmen, aber das wird wahrscheinlich nötig sein. Damit ich irgendwie mal zu was komme. Da klaut einfach einer eine Bohrmaschine. Ich weiß ja nicht, haben die Steckdosen in ihrer Zelle? Wenn ja, wird's kritisch. Aber ich denke nicht, dass die Steckdosen in ihrer Zelle haben. Ja, wobei, normalerweise in der Realität ist es höchstwahrscheinlich so, weil die ja auch Fernseher haben. Insofern brauchen die ja irgendwie Strom. Naja, gut, irgendwie wird das schon funktionieren. Ich weiß nicht, wie das hier geregelt ist. Oder es ist ein Akkubohrer, das kann ja auch sein. Aber insofern, dass ich das... Moment, wo bin ich denn hier? Aber Schmuggel, genau. Die können hier... Oh ja gut, da, dass sie das hier rausklauen können, ist schon klar. Da sollten die ja beim besten Willen nicht reinkommen. Okay, das kann man nicht sagen, ob das ein Bohrer oder ein Akkubohrer ist. Das ist unklar. Ist hier schon wieder Party? Ich glaube, hier ist schon wieder Party, oder? Ja, Hygienebedürfnis, Erholungsbedürfnis. Okay. Ich hoffe, das wird besser. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Es ist immer so schwankend mit der Hygiene nach der Arbeit, ne? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die sitzen jetzt in ihrer... Ah, was sind das für ein Reformierungsprogramm gerade? Ah, wahrscheinlich das Allgemeinbildungsprogramm, ne? Wir könnten ja sogar mal hier... Ja, wir hauen mal sogar auf den Putz. Hauen uns unsere Bilanz ein bisschen kaputt, aber dafür ist vielleicht die Zufriedenheit ein bisschen besser. Das Grundbildungsprogramm ist das gerade, genau. Hier ist einfach keiner da. Das können wir uns also quasi sparen. Hätten wir uns die Subvention auch sparen können irgendwie, aber gut. Ja gut, das müssen wir auch irgendwann mal machen, wenn wir ein übriges Geld hätten. Was momentan definitiv nicht der Fall ist. Okay, 21 von 61 Teilnehmern, holy shit. Ja gut, immerhin funktioniert das. 7 Teilnehmer haben inzwischen bestanden, sind vorzeitig entlassen worden, das ist gut. Da haben wir auch 18, 21, okay. Aber die Werkstatt sollte eigentlich relativ gut laufen und ich denke auch, dass sich die Exporte hier niederschlagen werden. Ich meine, das sind 5000 Exporte. Holy, oh Gottes Willen. Also ohne die Exporte wären wir schon lange pleite. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ach, was ist denn mit der Gefahrenstufe schon wieder los? Schon wieder Hygiene, aber die haben doch jetzt eigentlich dann eh gleich Freizeit, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Ja, geht. Also das sollte hoffentlich funktionieren. Ich bin sehr gespannt. Essen ist schon da, das Abendessen. Gut. Was macht der hier? Der isst. Nee, der räumt weg. Okay. Blöde Gefahrenstufe. Wo zur Hölle läuft der hin? Ach ja, da war ja was mit den Leuten hier, ne? Die laufen wir immer hier unten durch, weil es hier kürzer ist. Was eigentlich nicht so Sinn der Sache war, aber ich kann es ja nicht ändern. So, das Deployment passt ja noch alles. Ich denke, das ist alles noch in Ordnung. Wir müssten langsam anfangen, die Mauern zu ersetzen, aber das ist halt gerade echt ineffizient, ne? Ich würde lieber mehr Gebäude bauen, aber ich krieg halt einfach kein Geld rein. Gut, natürlich war es jetzt ein bisschen kontraproduktiv, die Ernährungspolitik hier zu verändern, damit wir noch weniger Geld kriegen.
Aber gut. Irgendwo muss man ja auch Zufriedenheit schaffen, ne? Und wenn es mal wieder schlechter wird von der Bilanz her, können wir sie ja wieder zurückschrauben, die Essensqualität. Und vielleicht bringt es ja was, damit die Bedürfnisse erfüllt werden. Essen wird jetzt erfüllt, Hygiene wird, denke ich, dann auch erfüllt werden. Die haben ja dann Freizeit. Das heißt, die können duschen und was sie auch immer machen wollen. Hier sind so wenige Kameras in dem Ding, ne? Irgendwie sehen die nicht bis hier hinten hin. Hier, das Eck ist. Die Ecken hier sind immer ein bisschen gefährlich. Da müsste man wohl mal ein bisschen nachbessern. Aber da kann ich gar nicht, weil da alles vollgebaut ist. Na, ganz toll. Habe ich wieder super intelligent geplant hier. Total. Ich weiß, momentan passiert nicht allzu viel. Das tut mir sehr leid. Ich würde gern was tun. Ich kann, wie gesagt, einen Kredit aufnehmen. Das ist das Einzige, was ich tun könnte. Könnt ihr ja mal sagen... Entschuldigung. Könnt ihr mir ja mal kurz sagen, ob wir jetzt einen Kredit aufnehmen sollen und wieder neue Gebäude bauen oder ob wir lieber abwarten sollen, bis wir so irgendwie mal mehr Geld reinkriegen. Das kann ich nicht so genau einschätzen, was ihr da haben wollt. Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, ist halt die Bilanz wieder schlechter. Und hier ist irgendwie einer mit Überdosis zusammengebrochen. Ist auch eine geile Formulierung. Lagert Prisoner in Medical Bed. Ist auch toll. Ich lagere jetzt auch Menschen in Krankenhausbetten. Wobei, bei manchen Krankenhäusern kann man das ja durchaus so definieren, glaube ich, dass man da gelagert wird und nicht behandelt. Ist ja inzwischen so, dass es nur noch, also fast nur noch riesige Monsterkrankenhäuser gibt. Hat natürlich Vorteile, weil dann viele Behandlungen an einem Ort sind. Hat allerdings auch Was zum Teufel? Hat natürlich auch Nachteile, weil man da sich nicht mehr so um die einzelnen Patienten kümmern kann. Ach ja, der ist gestorben, aber warum? Was zur Hölle ist Arson? Ich habe keine Ahnung. Warum ist der gestorben? Was hat der gemacht? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist der jetzt einfach random umgefallen oder... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unser Bonus wieder weg. Das ist natürlich richtig toll. Kann ich jetzt soweit auch nicht ändern. Oh Mann, ey. Ja, das ist echt blöd gerade. Weil ich halt einfach so ein bisschen, weil mir halt einfach so ein bisschen die Hände gebunden sind. Subventionen, ich meine, das kann ich eh nicht annehmen. Gerade ich kann ja auch keine abbrechen. Und die Tischlerausbildung wird noch Ewigkeiten hier drin hängen, genauso wie die Bildungsreform. Der Zellenblock C, da wir müssten halt den nächsten Zellenblock bauen. Und das wird noch ewig dauern und das wird noch länger dauern. Also das, gut, dafür bringt es auch ewig Geld, das ist klar. Es dauert halt lange, weil die Gefangenen hier scheinbar einfach zu dumm sind, um da effizient was zu bestehen. Also ein Grundbildungsprogramm kann ja nicht so schwer sein. 5 von 26 Teilnehmer bestanden, das ist ziemlich schlecht. Irgendwie. Und die das Allgemeinbildungsprogramm ist ja überhaupt nicht gefragt. Okay. Ja gut. Dann eben nicht. Das wäre dann halt so eine Sache für die kleineren Klassenräume hier, dieses Allgemeinbildungsprogramm. Oder sowas in die Richtung. Mal schauen. Gott. Mir sind gerade so ein bisschen, wie ich schon öfter sagte, die Hände gebunden. Aber dass der Bonus schon wieder bei 3000 war, der Tag... Nee, Moment, der Tag in der Zwischenfall, der Bonus ist gar nicht weg. Wo ist denn da meine Bilanz hin verschwunden? Ach, die Exporte sind zusammengeschrumpft. Die wurden aktualisiert deswegen. Dann ist der wahrscheinlich nicht... Dann ist der wahrscheinlich von einer Drogenüberdosis gestorben oder so, ne? Das gilt dann nicht als Zwischenfall scheinbar. Na gut. Ich habe da kein Problem mit, so ist das nicht. Dass das nicht als Zwischenfall gilt. Ich habe mich nur gewundert. Weil ja gerade zu dieser Zeit auch die Bilanz nach unten ging. Und ich zumindest das zu dieser Zeit erst bemerkt habe. Ja gut. Soll mir recht sein. Wir müssten halt echt mehr Einnahmen machen, ne? Gehälter, Arbeiter, Wachen, Administratoren, Personal. Wo könnten wir denn sparen? Am Personal könnten wir theoretisch sparen. Aber das, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wir könnten theoretisch mal wirklich 5 Wachen entlassen. So viele brauchen wir an sich nicht. So viele übrige zumindest. Ich meine, 16 Wächter ist schon ein bisschen krass. Da beschwere ich mich wieder, dass ich keine verfügbaren Wachen habe, ne? Kenne ich ja jetzt schon. Moment, ich habe die Hundeführer entlassen. Ich bin so arg! Das war nicht geplant.
Die wollte ich entlassen. Mein Gott, bin ich blöd. Tut mir leid. Das war jetzt meine eigene Dummheit. Die muss ich jetzt selber bezahlen dafür. Oh Mann. Ist aber auch blöd, dass die da mit drin sind in dieser Liste. Hark. Besser aufpassen, wen man feuert. Es sieht man hier aber auch nicht, ob das das Hundeführer sind, ne? Ist ein bisschen blöd gemacht, meiner Meinung nach. Aber gut. Alter, haben wir viele Hausmeister. Aber die brauche ich ja auch, dass die Hygiene irgendwie noch in Ordnung ist. Sonst funktioniert das ja wieder hinten und vorne nicht mehr und die Gefangenen laufen wieder amok, weil es im Gefängnis zu dreckig ist. Und da wir das ja nicht wollen, muss ich mir das wohl sparen. Gut, ich glaube aber, da das an der Gefahrenstufe eh nicht allzu viel ändert, werden wir jetzt das einfach wieder auf Mittel stellen. Ganz ehrlich, da spare ich mir das Geld lieber, wenn es im Endeffekt eh nichts bringt. Und schon sind wir wieder bei 4000. Gott, Hilfe. Was das ausmacht, ne? Gut, da jetzt momentan eh nicht viel passiert und ich so ein bisschen auf eure Antwort angewiesen bin, was wir jetzt machen sollen, Darlehen aufnehmen und weiterbauen oder einfach schauen, wie wir so zurechtkommen. Ja, Tage ohne Zwischenfälle. Warum ist jetzt der Zwischenfall da? Hä? Ist gerade einer gestorben? Oder ist es nur nachträglich jetzt gekommen, hä? Die lassen einfach ihre Töpfe hier stehen, finde ich auch gut. Ist das nachträglich jetzt wegen dem Todesfall da weggekommen, dieser Bonus? Oder habe ich da irgendwas verpasst jetzt gerade? Ja gut, wie gesagt, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Man sieht sich übermorgen in der nächsten Folge. Bitte schreibt mir mal einfach eure Meinung. Sollen wir jetzt einen Kredit aufnehmen oder sollen wir einfach warten, bis wir genug Geld haben, was ziemlich lange dauern kann? Und dann würde ich sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich gerne. Und bis, habe ich gerade morgen gesagt? Bis übermorgen in der nächsten Folge. Und ja, bis dann. Servus.